Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute steht an der Dachabriss und ich denke mal Folie und Lattung und weiß ich nicht was alles. Das steht heute an und ich denke mal, wenn ich jetzt gleich zum Haus hochfahre, dann ist davon einiges schon passiert. Wie ihr gerade schon gesehen habt, wir haben die eine Seite schon komplett mit der Unterspannbahn versehen, Lattung drauf, also Konterlattung und dann die Lattung für die Ziegel. Jetzt gehen wir doch mal einfach rüber, denn weil wir so fleißig sind, haben wir hier auf der Seite auch schon komplett einen Teil der Konterlattung drauf. Unterspannbahn ist auch schon drauf, da unten stehen die ganzen Ziegel. Die haben wir natürlich noch nicht da, aber ja, so sieht das Ganze aus hier. Das ist so ein Zwischendach, was beide Häuser verbindet und geht dann darüber. Das ist dann das Dach von dem Haus meines Vaters. Da sind die Nachbarn. Das ist das beschauliche Örtchen hier. So, was folgt jetzt als nächstes? Als nächstes basteln wir jetzt auf der anderen Seite genau das gleiche wie hier. Also wir machen die Konterlattung fertig, nageln das komplett und danach kommt nochmal die Lattung für die Pfannen drauf. Die sind natürlich ausgemessen, damit die Pfannen ja, richtig liegen halt. Und ich denke, dann ist für heute Feierabend. Der heutige Tag ist vorbei. Ich nehme euch jetzt nochmal mit aufs Dach und dann ziehen wir uns rein, was so passiert ist. So, wir haben auf dieser Seite komplett die Lattung fertig, so dass wir das Ganze beziegeln können. Hier auf der anderen Seite nochmal genau das Gleiche. Auf dieser Seite ist der Dachüberstand noch nicht fertig. Auf der anderen Seite ist der Dachüberstand schon fertig. Gut, dass wir jetzt eine Gimbal-Kamera haben. Ich laufe nämlich nicht unbedingt wie eine Gazelle über dieses Dach. Hier der Dachüberstand, da haben wir es. Ist soweit fertig, muss da natürlich noch gesägt werden. Wir haben drumherum alles aufgeräumt, alles sauber. Zieht euch die Aussicht rein. Leider wohne ich nicht auf diesem Dach. Das war ein sehr erfolgreicher Tag. Ich fahre jetzt nach Hause, eine gemütliche, entspannte Fahrradfahrt. Einfach nur, um ein bisschen runterzukommen. Und dann würde ich sagen, geht's morgen weiter. Leute, ich wollte mich heute eigentlich nicht mehr bei euch melden. Eigentlich sollte hier so ein Cut entstehen und dann sollte es in den nächsten Tag gehen. Aber ich muss euch was zeigen, was wunderschön ist, weil der Tag war ja noch nicht anstrengend genug. Passt auf! Was soll das? Jetzt darf ich das dumme Fahrrad diesen... Ich kann nicht zurückfahren. Jetzt muss ich das Fahrrad diesen ganzen Krempel hochtragen. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Herrlicherweise habe ich heute an Tag 2 des Dachs meine Kamera vergessen. Also gibt es heute nur Handyaufnahmen. Es ist natürlich nicht so, dass hier nichts passiert ist, denn mein Onkel war wie
er es nun mal immer ist, mega fleißig und hat hier rumbeserkert. Ich führe euch mal kurz rum und zeige euch das Ganze. Als erstes gibt es hier ein hochprofessionelles Aufzuggestell, damit die Pfannen grandios hier hochtransportiert werden können. Pfannen sind übrigens 1800 Stück, plus dann diese Zusatzpfannen wie Fürstpfannen und hier an der Seite, ich vergesse den Namen immer. Zusätzlich wurde noch hier dieses kleine Vordach meines Eingangsbereiches abgedeckt. Da liegt der Schutt davon. Und momentan seht ihr hier drunter schon dieses glänzende. Hier sind schon die Rinneisen befestigt worden und die Rinne wird gerade gelötet. Zusätzlich, passt auf, neben diesen ganzen Sachen ist der Arti gerade dran, da dieses kleine Vordach, Zwischendach abzureißen. Das war verschiefert, weil es sehr wenig Gefälle hat, war das mit Schiefer die bessere Alternative. Hier. Fleißpreis geht heute eindeutig an Arti. Auch nur Eternit-Schiefer, also kein richtiger Schiefer. Vom Wetter her eigentlich ganz schön, doch irgendwie auch leicht bewölkt. Sieht aus, als wenn es nicht mehr regnen könnte, ist aber egal, Dach ist dicht. Unterspannbahn ist quasi die zweite Haut des Dachs und auch die macht es alleine schon dicht. Die Pfannen kommen quasi nur drauf als Windfang, hier zum Beschweren. Diese Aussicht, Leute. Ich werde gerne einen Platz auf diesem Dach haben. Leute, 18 Uhr, Feierabend. Ich zeige euch jetzt mal was. Und zwar, seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Oh, okay, da oben wegen dem Aufzug. Aber, sehr geil, oder? Auf der anderen Seite haben wir schon komplett alles vorbereitet für morgen. Auf der anderen Seite auch. Wir haben unten noch zwei Paletten, das ist natürlich noch ein bisschen Kleinzeugs ist nach oben. Allerdings muss man ja auch noch Platz haben zum Arbeiten. Ich würde sagen, bis morgen. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself or I could be someone. Leute, einen wunderschönen guten Morgen, Tag 3 der Dachaktion. Ich hoffe, dass noch nicht allzu viel passiert ist. Ich will heute nicht so viel reden, weil das Video bestimmt sowieso schon sehr lang wird. Ach Leute, ich will euch ja nicht enttäuschen, ne? Ich habe eine so krasse Hyperlapse aufgenommen, wie das Dach fertig gemacht wird. Aber leider ist die Kamera ausgegangen. Deswegen gibt es jetzt ein paar Cinematics vom fertigen Dach. Das Video hat euch gefallen. War eine relativ große Aktion mit viel Filmerei, viel Arbeiterei, viele Leute hier und ja, danke an alle Helfer, an meinen Onkel, an Arti, mein Vater sowieso. Das sind alles absolute Maschinen, muss ich sagen, die hier auch rumgekloppt haben an dem Dach in der Zeit, wo ich gepennt habe, weil ich arbeiten war nachts. Jetzt ein großer Schritt geschafft, irgendwie fühle ich mich gut. Ich wünsche euch was, haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen.